Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks mit einem Replay von M4A3E2, dem Jumbo. Ja, mit seiner HE-Kanone, wie man hier sieht. Besonders Schaden 410 mit 53 Durchschlagskraft oder 101 bei 350 mit seiner Premium-Munition. Gespielt wird er von Most Dark und ist mit dem 6er in ein 5er-4er-Gefecht gekommen. Also von dem her Potenzial für eine gute Runde. Und ich kann euch versprechen, was ich so sehe. Ich will es nicht zu viel vorwegnehmen, aber was ich so sehe, sollte die Runde sehr, sehr, sehr gut werden. Und sehr spannend. Das ist ja fast noch das Wichtigere. Nur Damage, okay, aber Spannung muss auch noch dabei sein. Für den Anfang fahren wir aber erstmal den ziemlich klassischen Weg, und zwar da auf dieses kleine Plateau. Vielleicht will er jetzt rechts hoch direkt, das wäre natürlich eine der Möglichkeiten, oder er will hier da einfach ein bisschen Damage anbringen. Ja, da hält er schon mal drüber über den ELC. Aber die Kanone, die kann unglaublich viel Spaß mit sich bringen. Da bin ich schon sehr gespannt auf ein paar schöne Hits. Außer Aim auf den VK. Ja, 75 Schaden. Aber er ist jetzt zwar offen, aber er schaut, der VK schaut gar nicht auf ihn. Dementsprechend kann er jetzt weiter drauf holzen. Jetzt guckt er. Jetzt verschießt er. Also kann er nochmal einen setzen. Ah, und dann schießt er leider drüber. So. Jetzt prallt er auch noch mal ab. Der VK. Er verschießt. Ist natürlich nicht die genaueste Kanone auf die Distanz. Aber solange der VK ihm da nur kettet oder sonstiges und nicht Schaden macht, ist alles okay. 1 zu 4 schon für den Gegner. So, jetzt kann er da nach unten wirken. Muss er auch, da die Heldkette unterstützen. Der Valentine. Ja, die Seite, die geht da ein bisschen besser. Jetzt auf den E2. Oh Gott, was war denn das von der Hellcat? Was eine doofe Aktion. Na gut, aber so kann er seinen ersten Kill machen. 2 zu 7 steht schon. Alter Verwalter. Er hat Schnuddelbuddel gekillt. Was ein Nick. Gut, ich heiße Alcaramba, also wer im Glashaus sitzt, aber Schnuddelpuddel hat was. So, jetzt auf den Valentine Auto-Aim. Und jetzt nimmt der Lux ihn seitlich raus. Da oben versucht sich der VK da langsam anzunähern. Oh, der steht ja lustig. Der ist ja perfekt für ihn. Nein! Ah, oh, wie knapp. So lange hat er da prinzipiell gestanden und dann, wenn er schießen könnte, dann fahrt er zurück. Unglaublich. Oh ja, der war aber ein schöner Hit. 300 HP hat er gekostet. Der tut weh. Der Wotan. Und da bekommt er jetzt die Hits. T67, der nimmt ihn auch direkt das Munitionslager raus. Muss er reparieren, sonst hat er keinen Spaß mehr. So, und der VK nimmt jetzt den Lux wiederum raus. Der trollt ihn hier so ein bisschen. Auto, ja. Schnelle Angelegenheit. 7 zu 11. 7 zu 12. Und die haben auch alle nicht mehr viel. Also das könnte jetzt gleich noch spannend werden. 7 zu 13.
Und der AMX, was macht der so da drüben? Steht da. Also er selber will sich da mal hinter den hier Richtung Hangar mal so orientieren, dass er nicht mehr so ganz genau da ist, wo er vorher gespottet war. Oh, jetzt rushen sie ihn. Der ist auch tot. Also, mein Freund, 8 Gegner. Leg los. Zeig, was du kannst. Last Man Standing, ja. Genau, erstmal auf den, der Low HP hat. Jetzt kommt der VK, der prallt Gott sei Dank ab. Jetzt gibt es den Close Combat. Oh, schön oben durchgesemmelt. Das geht natürlich jetzt auf der Distanz super. Und nochmal so einen. Oh ja, 2 Hits. 670. Und jetzt, genau, irgendwo nimmt er den auch noch mit. Sehr gut. Ah, der T67. Wird er gekettet? Repariert die Kette schnell. Jetzt prallt er nur noch ab. Nimmt er den auch noch mit? Sehr gut. Na, kommt er nochmal vor, der ST? Ohoho. Ja. Gar nicht lang rumgetan, zack, abgedrückt, die 71 Hitpoints weggenommen. Oh, jetzt kommt auch noch einer von der Seite. Jetzt hat er hier aber mächtig zu tun. Na, kommst noch mal? Nee, aber jetzt kommt er, komm. Jetzt macht es der Gegner schlecht. Wenn ihn einer einfach hinterfahren hätte, dann könnte er nichts machen. Aber das passiert scheinbar gerade nicht. Sein Krieger hat auf jeden Fall schon mal sicher. Komm, 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 komm. So, jetzt kommt der andere da rum. So, und jetzt in der Zwischenzeit konnte er den einen rausnehmen. Vorne der Skoda hat nicht getroffen. Beziehungsweise nicht durchschlagen. Oh! Da steht auf einmal ein VK. Komm schon. Scheinbar hat er nur noch die beiden, weil der AMX scheint AFK zu sein. Jetzt kommt der Skoda. Wow! Sehr gut! Da nimmt er ihn ganz weg. Und jetzt scheinbar kann er triumphal Richtung seiner Pulsmedaille fahren. Das Gegnerteam schreibt auch: Well played, good game, man. Also auch der Gegner honoriert da die Leistung. Und wie gesagt, jetzt noch den AMX geholt und dann hat er sich die Pulsmedaille aber sowas von verdient. Und für mich war das Replay of the Week. War nämlich sehr schön, war mal einfach auch mal wieder ein niedrigeres Tier und auch sowas muss mal wieder gezeigt werden. Hat mir sehr gut gefallen. Der war zuletzt oben gespottet. Wo fahrt er denn jetzt hin? Ja, jetzt wird er nochmal hart angepinkt. Weil genau, der war nämlich auch da zu oben zuletzt gespottet. Also der wird wahrscheinlich da oben einfach AFK gegangen sein. Warum auch immer. Jetzt ist er offen. Und da ist er. Da steht er wirklich, ja. Steht nur noch da. Und da ist er raus. 10 Kills, 3301 Schaden gemacht und 2450 geblockt. War eine sehr schöne Runde. Hat mir wirklich auch gut gefallen. Ich hoffe euch ähnlich gut. Alles Gute euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Karamba.